Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal beim Yuki285. Danke, dass ihr zuschaut mal wieder. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Festplatte sicher und dauerhaft von Daten befreien könnt, sprich schreddern könnt. Natürlich nicht hardwaremäßig schreddern könnt, das können wir alle mit dem Hammer oder sonstigen grobmotorigen Werkzeugen, sondern die Festplatte soll softwareseitig mit Daten überschrieben werden, und zwar so, dass auf gar keinen Fall mehr irgendwas wiederhergestellt werden kann, wenn sich sensible Daten auf der Festplatte befunden haben oder ganz einfach ganz normale private Daten und wir nicht möchten, dass die nach der Entsorgung auf dem Sperrmüll oder nach dem Verkauf oder was weiß ich irgendwo ausgelesen werden, dann zeige ich euch heute, wie wir genau das bewerkstelligen. Ich empfehle euch dafür die Software DBAN oder DBAN, Darix oder Derix Boot and Nuke nennt sich das. Das ist eine kleine Software, die schreibt ihr auf einen bootfähigen USB-Stick, da zeige ich euch gleich, wie das funktioniert, und die überschreibt eure Festplatte dann wirklich nach sehr hohen Standards, die von Geheimdiensten und verschiedenen Regierungen auf der ganzen Welt vorausgesetzt werden, zum Beispiel für die Vernichtung von Datenträgern. Also damit sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Ich habe hier gerade die Webseite offen, dban.org. Alle Links, die ihr braucht, sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr das Programm runterladen in Form einer ISO-Datei, also ein Datenträgerabbild. Aber es wird ja schon darauf hingewiesen, dass DBAN wirklich nur für Festplatten funktioniert, also zum Beispiel nicht für SSD-Laufwerke. Dafür ist dieses Programm namens Blanco geeignet, was hier auch promotet wird auf der Webseite. Ich möchte hier aber keinerlei Werbung machen. Es geht in meinem Video auch um Festplatten ausdrücklich. Deshalb besorgen wir uns DBAN mit einem Klick auf Download. So, ich habe das mal heruntergeladen hier auf meinen Desktop, jetzt in meinem Fall DBAN Version 2.3.0. Das ist eine ISO-Datei, also ein Datenträgerabbild, welches wir jetzt auf einen USB-Stick oder auf eine CD oder DVD-ROM meinetwegen brennen können und unseren Rechner dann damit starten können. Wenn wir keine CD oder DVD dafür verschwenden möchten oder gar keinen Brenner mehr haben, wie ich, dann können wir das natürlich auch auf einen USB-Stick packen. Ich zeige euch mal eben, wie das geht. Dazu könnt ihr unter Windows das Programm UNET Bootin verwenden. Also das ist natürlich kein Bestandteil von Windows. Das könnt ihr euch runterladen, das ist kostenlos. Link auch unten in der Videobeschreibung. Das Programm startet ihr und das dient ganz einfach dazu, ja, ISO-Dateien, also Datenträgerabbilder, wie diese DBAN ISO auf einen USB-Stick zu bekommen. Ursprünglich dient es eigentlich dazu, Linux-Distributionen auf einen USB-Stick zu bekommen. Können wir schon sehen hier oben, hier können wir die Linux-Distribution auswählen. Möchten wir aber nicht, wir möchten eine ISO-Datei auf den USB-Stick schreiben, deshalb wählen wir hier unten die zweite Option, Abbild. Können dann hier auswählen, was wir auf den USB-Stick schreiben möchten. Eine ISO-Datei, wir können auch das Diskettenlaufwerk als Quelle angeben. Möchte ich aber nicht, ich wähle meine ISO-Datei jetzt auf mit einem Klick hier auf den Durchsuchen-Knopf auf der rechten Seite und dann ist er jetzt direkt praktischerweise hier auf meinem Desktop gelandet, wo ich die DBAN ISO-Datei liegen habe. Die wähle ich also aus. Dann wähle ich noch den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks aus. Das tue ich hier in dieser kleinen Auswahlbox. Das ist in meinem Fall jetzt das Laufwerk G. Passt da bitte auf, dass ihr den richtigen Laufwerksbuchstaben auswählt, sonst wird womöglich irgendwo was gelöscht bzw. überschrieben. Und was auch wichtig ist, ihr solltet den USB-Stick vorher formatieren über Windows. Das kann UNET Bootin nämlich nicht. Geht also kurz über Computer auf das Laufwerk, macht einen Rechts Klick, sagt Formatieren im FAT32 Format und dann ist der USB-Stick fertig, um mit dem ISO-Abbild beschrieben zu werden. Laufwerk ist ausgewählt, ich klicke auf OK und die Inhalte unserer DBAN ISO-Datei werden jetzt auf den USB-Stick geschrieben und wenn das fertig ist, das sollte schnell der Fall sein, da das nur wenige MB sind, dann können wir den USB-Stick nehmen und damit unseren PC starten. Falls sich DBAN nicht starten lässt, dann liegt das daran, dass eine falsche Konfigurationsdatei jetzt auf dem USB-Stick vorliegt. Da hat UNET Bootin dann seine eigene Konfigurationsdatei über die von DBAN geschrieben. Das merkt ihr dadurch, dass DBAN einfach nicht startet und der Computer in einer Endlosschleife mit einer Fehlermeldung hängen bleibt. Dann steckt ihr den USB-Stick nochmal da ein, wo ihr den gerade erstellt habt, geht zum Computer auf das entsprechende Laufwerk, sucht die Datei syslinux CFG und entfernt die ganz einfach und sucht anschließend die Datei ISO-Linux-CFG, das ist diese hier, sagt umbenennen und die benennt ihr jetzt um in die, die wir gerade gelöscht haben, nämlich syslinux.cfg. Wir haben die jetzt praktisch ersetzt und damit ist jetzt die DBAN-Konfigurationsdatei aktiv und der USB-Stick, der ist jetzt definitiv bereit, unseren Rechner damit zu starten. Damit unser Rechner jetzt auch weiß, dass er von unserem USB-Stick unser DBAN-Programm starten soll, müssen wir dem das erstmal sagen. Dazu bin ich jetzt ins BIOS gegangen. Da können wir die Boot-Reihenfolge der Festplatten, DVD-Laufwerke und so weiter ändern und auch USB-Sticks. Um in das BIOS zu kommen, habe ich jetzt beim Hochfahren die Entfernen-Taste mehrfach gedrückt.
drückt, bis er da reingeht. Alternativ kann das auch die F2-Taste sein. Das zeigt er euch aber beim Hochfahren in der Regel an auf dem Bildschirm. Da steht dann Press DEL, also drücke entfernen, um ins BIOS zu gelangen. Oder eben F2, das ist bei manchen Mainboard- bzw. BIOS-Versionen der Fall. Das hier ist ein Asus BIOS bzw. ein Army BIOS, welches auf einem Asus Mainboard verbaut ist. Deshalb habe ich das jetzt hier mit ins Video genommen, weil das ein sehr weit verbreitetes BIOS ist. Und hier könnt ihr die Bootreihenfolge ändern, indem ihr oben auf den vierten Menüpunkt navigiert mit der rechten Pfeiltaste der Tastatur, nämlich auf den Menüpunkt Boot. Und dann sehen wir, der Menüpunkt Boot Device Priority ist ausgewählt hier. Da gehen wir mal rein und dann sehen wir, als erstes Bootlaufwerk ist zum Beispiel hier in diesem Fall ein DVD-Laufwerk ausgewählt, als zweites Bootlaufwerk eine 500 GB Festplatte und wir wollen jetzt als erstes Bootlaufwerk natürlich unseren USB-Stick auswählen, damit wir das D-Bahn-Programm starten können und damit unsere Festplatte löschen können. Dazu schauen wir jetzt hier mal beim First Boot Device rein, ob wir hier einen Hinweis auf den USB-Stick finden. Könnte man meinen, Removable Device, also Wechseldatenträger, ist aber im Fall der Asus Boards nicht der Fall. Wenn ihr hier euren USB-Stick direkt wiedererkennt, zum Beispiel durch den Modellnamen oder durch die Herstellerbezeichnung, dann könnt ihr den natürlich auswählen. Das Removable Device ist es auf jeden Fall nicht. Wir müssen in dem speziellen Fall des Asus BIOS, müssen wir jetzt hier einen Schritt zurückgehen mit der Escape-Taste. Dann sind wir wieder in den Booteinstellungen und da gehen wir in den zweiten Menüpunkt nach unten einmal, nämlich zu Hard Disk Drives, drücken Enter und da sehen wir dann eine Auflistung aller beschreibbaren Laufwerke, nämlich nicht nur Festplatten, Hard Disk Drives, sondern auch tatsächlich unseren USB-Datenträger, können wir schon sehen. Und den stelle ich jetzt als erstes Laufwerk ein, als First Drive, drücke also Enter hier oben und wähle meine USB-Flash-Disk aus. Die ist jetzt als erstes beschreibbares Laufwerk ausgewählt. Und wenn ich jetzt mit Escape wieder zurückgehe und nochmal in die Boot-Device-Priority reingehe, dann können wir sehen, ganz genau, dass die Festplatte verschwunden ist an zweiter Position, die 500 GB Festplatte, und ersetzt wurde durch den USB-Stick. Und den kann ich jetzt hier oben als First-Boot-Device setzen, indem ich hier Enter drücke und dann hier die USB-Flash-Disk auswähle. Die 500 GB Festplatte, die ist jetzt hier nicht mehr auswählbar. Wenn wir davon später wieder starten möchten, dann müssen wir wieder hier hingehen in die Kategorie Hard Disk Drives und diese Reihenfolge hier wieder ändern, die Festplatte wieder nach oben schieben. Das ist ein Sonderfall bei den Asus Mainboards, wie gesagt, oder auch ASRock Mainboards, sehr häufig verwendete Boards. Und wenn euer BIOS natürlich ein bisschen anders aussieht, dann könnt ihr aber trotzdem euch daran orientieren, dass ihr nach einer Einstellung, nach einem Menüpunkt namens Boot bzw. Boot Settings, Boot Device Priority, Boot Device Settings oder ähnlichen Dingen sucht und da eben in ähnlicher Weise, wie ich euch das gerade gezeigt habe, die Reihenfolge der Laufwerke ändert. Das USB-Laufwerk, der USB-Stick, ist als Hauptboot-Laufwerk eingetragen. Deshalb gehe ich raus ins Hauptmenü mit der Escape-Taste, wähle oben Exit an mit einem Druck nach rechts, drücke Enter, weil er schon Exit und Save ausgewählt hat, also beenden und speichern. Er fragt nochmal, ja, ich möchte speichern. Und jetzt startet unser Rechner von dem USB-Stick und wir kriegen hoffentlich unsere D-Bahn-Software zu Gesicht. Ganz genau so ist es und da sehen wir jetzt erstmal eine englische Einführung, eine kurze Beschreibung und unten ein paar Tasten, die wir drücken können. Zum Beispiel durch einen Druck auf die Taste F2 können wir eine kurze Programmbeschreibung lesen, was D-Bahn überhaupt macht und machen kann. Mit F1 kommen wir wieder zurück. Mit der Taste F3 steht ja da auch schon, können wir uns die Kommandos angucken beziehungsweise die wichtigsten Befehle, die es hier gibt. Das sind jetzt also ein paar der wichtigsten beziehungsweise empfehlenswertesten Befehle hier oben, die wir hier unten in die Eingabeaufforderungen eingeben können, wo es blinkt bei Boot. Und die sind ja hier alle schon beschrieben, zum Beispiel die Quick-Methode, die Schnelllösch-Methode oder einige andere, die Gutmann-Methode. Das sind zum Teil Methoden, die werden von der kanadischen Polizei oder von irgendwelchen Geheimdiensten offiziell empfohlen. Inwiefern die sich jetzt unterscheiden, müsstet ihr mal nachlesen im Internet. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es für den Großteil der Anwender, ich gehe mal gerade mit F1 zurück zum Hauptmenü, die Option Auto-Nuke. Die wird hier unten auch schon beschrieben. Das können wir einfach eintippen, Auto-Nuke hier unten in die Befehlseingabeaufforderung. Und dann wird die Festplatte mit den gängigsten und trotzdem sichersten Einstellungen leer geschrieben bzw. überschrieben, sodass definitiv nichts wiederhergestellt werden kann. Und die ganzen anderen Funktionen, die man gerade hier mit F3 sehen konnte, das sind eben Dinge, wenn man bestimmte Standards erfüllen will oder erfüllen muss, dann wählt man diese Dinge an. Ansonsten die Option Auto-Nuke ist sehr empfehlenswert. Ich gehe nochmal mit F1 zurück ins Hauptmenü. Aber mehr gibt es da eigentlich nicht zu sehen. Ich würde euch empfehlen, den Auto-Nuke-Befehl zu verwenden, wenn ihr schnell und sicher eure Festplatten löschen wollt. Oder alternativ, wenn ihr ganz sicher geht, wollt, dass insbesondere versteckte Partitionen gelöscht werden sollen, dann tragt ihr Folgendes ein, nämlich dbahn Leerzeichen libata Punkt ignore auf Englisch unterstrich hpa gleich 1 und wie ihr schon sehen könnt, wird hier eine amerikanische Tastatur verwendet. Deshalb gehe ich nochmal zurück und mache den Unterstrich mit der Fragezeichen-Taste auf der deutschen Tastatur.
HPA gleich, das ist dieser komische Apostroph neben der 0, rechts neben der Zahlenreihe oben auf der Tastatur. Und die 1, das ist die 1 auch auf der US-Tastatur. Das ist also unser Befehl, dbahn Leerzeichen libarta.ignore-hpa gleich 1. Damit werden also geschützte und versteckte Festplattenbereiche, sogenannte HPAs, Host Protected Areas, die werden ignoriert und auch überschrieben bzw. leer geschrieben. Und mit diesem Parameter starten wir dbahn. Das empfehle ich auf jeden Fall, wenn euer Rechner mit Schadsoftware befallen war oder in irgendeiner Weise wirklich aufs Allergründlichste gesäubert werden soll. Ansonsten Auto-Nuke, um einfach nur die Festplatte zu schreddern, bevor man sie auf den Sperrmüll gibt oder verkauft, reicht im Grunde genommen auch. Das hier ist aber die sichere Methode, deshalb drücke ich jetzt mit dem Befehl Enter und dbahn lädt mit den entsprechenden Parametern, die wir eben gerade übergeben haben. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Er sucht jetzt erstmal alle Laufwerke und Geräte, die angeschlossen sind, vor allen Dingen natürlich die Festplatten. Was dabei wichtig ist, schließt wirklich nur die Festplatten an dem Computer, die ihr auch löschen wollt, während ihr mit dbahn rumhantiert. Denn ansonsten passiert es euch womöglich, dass ihr aus Versehen die falsche Festplatte erwischt. Und das wäre sehr fatal. Deshalb auf jeden Fall alle Festplatten, die ihr behalten wollt, vorher abkoppeln, abstecken vor diesem Prozess mit dbahn hier. Das Ganze dauert noch ein bisschen, den Schritt dürft ihr natürlich überspringen, bis gleich. So, nach einer ganzen Weile startet dann endlich die Oberfläche von dbahn von Darix Boot and Nuke in der Version 2.3.0. Da hat sich aber seit sehr langer Zeit nichts getan, deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass das bei euch noch genauso aussieht. Was sehen wir jetzt hier? Oben links sehen wir eine Übersicht der aktuellen Einstellungen, die wir angewendet haben zum Löschen der Festplatte. Also wir sehen zum Beispiel die Methode hier, das ist jetzt diese Mersenne oder Mersenne-Methode, glaube ich. Dann sehen wir außerdem, wie viele Durchläufe gemacht werden sollen. Er will jetzt hier einen Durchlauf machen, wir können die Festplatte ja auch mehrfach überschreiben, nicht nur einmal. Und um diese ganzen Einstellungen zu ändern, sehen wir am unteren Bildschirmrand hier eine Leiste von Befehlen, die wir durch Drücken auf die entsprechenden Tasten auf der Tastatur aufrufen können bzw. ändern können. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Durchläufe ändern möchte, die Rounds, dann drücke ich die Taste R. Das tue ich mal und dann können wir hier die Durchläufe ändern. Wenn ich das jetzt zum Beispiel dreimal oder 300 Mal überschreiben möchte, wenn ich ganz paranoid bin, dann gebe ich diese Zahl hier ein, drücke Enter und dann sehen wir, die Durchläufe werden hier oben übernommen. Ich werde jetzt aber mal aus Zeitgründen es bei einem Durchlauf belassen. Dann können wir mit einem Druck auf die Taste M die Methode festlegen, mit der die Festplatte überschrieben bzw. geleert werden soll. Und das, ja, sind jetzt hier verschiedene Standards. Zum Beispiel vorausgewählt ist dieser DoD-Short-Modus, also vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Man sieht ja hier unten auch immer so eine kleine Beschreibung der einzelnen Modi. Und was ich euch empfehle, ist dieser PRNG-Stream, um die Festplatte komplett voll zu schreiben. Sehen wir ja hier auch beschrieben, es ist wahrscheinlich die beste Methode auf modernen Festplatten, um diese sicher zu löschen. Ich wähle also den PRNG-Stream aus, das tue ich mit der Leertaste und wir sehen jetzt bei Methode hier oben ist genau derselbige aufgetaucht. Und was wir jetzt noch zum Schluss machen müssen, ist die Festplatte auswählen natürlich, die wir löschen möchten. Die tauchen hier in der Mitte auf, die Laufwerke. Da tauchen nicht nur Festplatten auf, sondern zum Beispiel auch USB-Sticks. Das ist jetzt lustigerweise der USB-Stick, von dem ich dbahn gestartet habe da oben, der 1-Gigabyte-Stick. Das möchten wir natürlich nicht, den löschen. Aber wenn ich wirklich will oder muss, dann kann ich hier nicht nur ein Laufwerk löschen, sondern mehrere. Ich kann beliebig viele Festplatten anschließen an meinen Rechner. Die werden dann alle hier untereinander aufgelistet. Und ich gehe dann mit dem Cursor, mit den Pfeiltasten hin, könnt ihr sehen, und markiere dann zum Beispiel mit der Leertaste meine 500 GB Festplatte. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den 1 GB USB-Stick auch noch formatieren, dann drücke ich da auch noch die Leertaste und die werden dann mit Wipe hier vorne, also mit Leeren entsprechend markiert. Möchte ich bei dem USB-Stick nicht, deshalb tun wir das weg. Die 500 GB Platte, die soll geräumt werden. Deshalb ist das die richtige Einstellung. Ich würde sagen, alles ist richtig eingestellt und vorbereitet. Deshalb setzen wir zum finalen Schritt an, nämlich das Drücken von F10. Können wir unten rechts am Bildschirm sehen. Das ist das Startkommando und danach gibt es auch keine Bestätigung mehr. Das heißt, danach wird sofort mit dem Überschreiben der Daten angefangen. Stellt also bitte sicher, dass ihr hier absolut alles richtig ausgewählt habt. Und wie gesagt, schließt am besten nur die Festplatten wirklich an dem Rechner an, die ihr auch löschen wollt. Steckt andere Festplatten sicherheitshalber ab, damit ihr hier keinen Fehler macht, ganz besonders, wenn ihr sowas zum ersten Mal macht. Ich drücke F10, um das Ganze zu starten. Und unsere Festplatte freut sich auf eine komplette Neubeschreibung. Wir sehen hier einen Prozentfortschritt und oben rechts freundlicherweise die ungefähr verbleibende Zeit, nämlich 3 Stunden 45 jetzt für einen Durchgang in diesem PRNG-Modus. Bei einer 500 GB Festplatte, da könnt ihr euch ja 4 Stunden macht ihr jetzt, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was das bei einer 1 TB, 2 TB etc. Platte bei dann womöglich noch mehreren Durchläufen an Zeit kosten würde. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal laufen hier und ihr dürft natürlich froh sein, dass ihr bei YouTube nur vor dem Monitor sitzt.
Deshalb dürft ihr das Ganze überspringen. Bis gleich. So, nach gut 6 Stunden ist das Überschreiben bzw. Löschen der Festplatte erledigt. Könnt ihr sehen, die 500 GB Platte ist gepasst vorne in grün. Wenn es da einen Fehler gab, dann habt ihr vorne eine rote Meldung. Wenn zum Beispiel fehlerhafte Sektoren oder sonstiges auf der Festplatte waren, die nicht gelöscht werden konnten. Wir haben jetzt noch verschiedene Optionen. Wir können mit der Taste 1 eine Log-Datei schreiben auf den eingesteckten USB-Stick, möchten wir aber nicht. Deshalb können wir die Taste 0 zum Fortfahren drücken oder wir können natürlich jetzt den Rechner ausschalten oder per Reset neu starten, wie wir das möchten. Nicht vergessen natürlich die Boot-Reihenfolge wieder im BIOS zu ändern. Und ansonsten war es das im Grunde genommen. Unsere Festplatte wurde jetzt vollständig geleert und die Daten sollten bzw. sind unwiederherstellbar verschwunden. Ja, mehr kann ich euch nicht sagen. Das war meine Anleitung zum Thema sicheres Löschen von Festplatten mit D-Bahn. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischaut. Da gibt es mehr solche Anleitungen, viele Produkttests und viele weitere Dinge. Schaut da mal rein, würde mich freuen. Ansonsten danke ich euch trotzdem, dass ihr euch die Zeit für dieses Video genommen habt. Und bin jetzt raus. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.